Kurz nach 19 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle der Notruf ein, dass sich möglicherweise eine Person im Neckar befindet. Ein Jogger hatte in Wendlingen ein havariertes leeres Boot im Fluss treibend entdeckt und setzte den Notruf ab. Miroslav Jukic, Kommandant der Feuerwehr Wendlingen, erläuterte die Situation. Wir haben die Feuerwehr Wernau und Feuerwehr Plochingen nachalarmiert. Jeder hat praktisch von seinem Standort Richtung Wendlingen die Uferbereiche und auch den Neckar abgesucht. Wir konnten allerdings außer einem Paddel und einem Boot nichts finden. So haben wir jetzt Einsatzabbruch gegeben, räumen jetzt unsere Gerätschaften auf und rücken wieder ein in die Gerätehäuser. An der Suche zwischen Wendlingen und Plochingen beteiligten sich die Feuerwehren aus Plochingen, Wendlingen und Wernau, die DLRG mit Schlauchbooten und Suchtrupps sowie mehrere Polizeibeamte. Auf beiden Seiten des Neckars suchten die Alarmierten mit Scheinwerfern die Böschung ab. Das leere Boot konnte in der Zwischenzeit geborgen werden, jedoch war es nicht möglich, den Halter ausfindig zu machen. Schließlich wurde auch ein Hubschrauber bei der Personensuche eingesetzt. Bastian Sturm, Einsatzleiter der DLRG des Bezirks Esslingen, schilderte die Vorgehensweise bei der groß angelegten Suchaktion. Ja, wir haben vor Ort erstmal die Lage erkundigt und dann stellte sich raus, dass man ein Kajak gefunden hat und keine Insassen. Und aufgrund dessen hat man den Alarm ausgelöst. Und wir haben jetzt den ganzen Bereich von Einsturz- oder Auffundstelle bis Plochingen abgesucht. Wir haben nichts gefunden und jetzt ist das Risiko momentan einfach für unsere Einsatzkräfte zu hoch, sodass wir die Suche für heute beenden. Kurz nach 22 Uhr wurde die Suche ergebnislos abgebrochen. Die Vermutung liegt nahe, dass sich das Boot vom Ufer gelöst hat und damit keine Personen zu Schaden gekommen sind.